Ich habe natürlich auch sehr viel Illegales gemacht zugunsten von Künstlern, nicht, ich sage mal, nicht zum Eigennutz, sondern also zum Nutzen der jeweiligen Künstler. Und das haben sie alles gewusst, wie ich jetzt mittlerweile aus meiner Stasi-Akte weiß, aber sie haben nie eingegriffen. Und sie haben mir einmal eine Sache vorgeworfen, die ich nun mal gerade nicht gemacht hatte. Sie hätten mir sehr viel vorwerfen können, was ich getan habe. Aber dann gab es eine offizielle Note des Auswärtigen Amtes wegen einer Sache, die ich nun mal nicht gemacht hatte. Habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte, wie dieser Lapsus passieren konnte. Das war ein Vorwurf, der theoretisch hätte zutreffen können, aber war einfach nicht. Und ich bin sicher, dass sie es wussten, dass ich es nicht gemacht hatte. Und aber ich meine, es gab zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen, Stefan Heim kriegte zu seinem Geburtstag vom Bertelsmann Verlag einen Computer geschenkt, der in West-Berlin in einer Firma lag mit einem Drucker. Und er wollte irgendwie den Zoll sparen und fragte mich, ob ich das Ding nicht rüberbringen könnte. Und dann bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt, aber das war ja in den 80er Jahren. Da stand da so ein Computer, so ein Monster und ein Drucker mit dieser riesigen Schallhaube darüber. Also, das war ja archaisch, was du sagst, war ja die Anfangszeit des Computers mehr oder weniger. Und dann ging das natürlich auch mit meinem Volvo nicht rein. Ich hatte so ein Volvo-Kombi, da ging eine Menge rein, aber das ging ja also überhaupt nicht da rein. Dann habe ich mir so einen kleinen Bus von der Vertretung genommen, habe die Stühle ausgebaut und bin dann nach West-Berlin gefahren, habe erstmal eine große Holzplatte gekauft, die ich über die Stühle, die restlichen Stühle gelegt hatte, damit man nicht sehen konnte, was drunter war. Und habe dann den Computer da drunter gepackt und bin dann über die Grenze gefahren und habe gesagt, wieso kommen Sie heute mit dem Bus, fragten die mich nicht. Und dann sagte ich, ja, ich habe diese Tischplatte, die wollte ich ja besorgen und die geht ja in meinen Volvo nicht rein. Und dann bin ich rausgefahren zu Stefan Heim in die Rabindranath-Tagore-Straße in Grünau, Berlin-Grünau. Und dann stellten wir fest, dass seine Schreibstube oben unter dem Dach war und nur so eine Ausziehleiter mit einer Luke sozusagen darauf führte. Und durch diese Luke ging der Computer überhaupt nicht durch. Da standen wir da, was machen wir jetzt? Und dann haben wir also ein dickes Seil gefunden und haben den Computer dann an der Hauswand hochgezogen. Es gab ein größeres Fenster oben noch und da ging das Ding durch. Und mittlerweile wissen wir, dass der Nachbar ein Oberst der Staatssicherheit war, der vermutlich diesen Vorgang wahrscheinlich ziemlich genau dokumentiert hat.